Yo Freunde, was geht? Hier ist euer Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Ja Freunde, wir stehen vor dem Manchester Derby. Wir sind aber jedoch mit der Voraussicht nicht, glaube ich, in der Startelf. Deutsch ist da. Sorry Leute. Ja Freunde, ich will nicht viel drum rumlabern in den Intros. Ich will mich einfach immer jetzt nur vorstellen und kurz erklären, worum es geht. Ich würde sagen, wir starten direkt mal los und gucken, ob wir mal von Beginn an spielen. Spielen wir von Beginn an und. Wir spielen von Beginn an. Ein Wunder. Obwohl die Leistungen ganz unten sind. Egal. Ja, Freunde. Das ist immer so eine große Entscheidung, ob ich mit dem Team oder alleine spielen soll. Was sagt ihr? Okay, ihr könnt ja noch nichts sagen, aber ich weiß nicht. Ist immer so eine schwierige Entscheidung, finde ich. Ich mach mal alleine. Martial. Miki, Tarian. Ey, das ist doch der, der mit uns gespielt hat. Neben mir stehen zu dürfen. Ich wette, ich treffe das Tor vor dir, Mann. Einsatz? Mir reicht dein Stolz. Ah. Dann mach dich bereit, in deinem Stolz trete ich gleich mächtig in den Arsch. Komm schon, Jungs! Das ist mal eine Ansage. Hoffen wir mal, dass wir gewinnen. Und ich sehe gerade, wir sind punktgleich mit Manu. Und wenn wir gewinnen, könnten wir die Plätze tauschen. Das wäre doch mal was, oder? Los geht's. Los geht's. So. Das brauchen wir nicht, das kennen wir ja schon. Oder wollt ihr die Aufstellung sehen? Das ist keine leichte Situation für die beiden. Aus ihrer Freundschaft ist ja sowas wie eine Rivalität geworden. Ach so, nur die beiden haben die gezeigt, ne? Na komm, machen wir mal. Lassen wir mal so stehen. Ibrahimovic. Mourinho. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an oh, der Linie. Oh, was für eine Bank, ey. Ist echt krass. Die Bälle scharf reinzubringen. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United... Auch keine schlechte Elf. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Pogba-Ersatz, was ist das denn? Pogba ist Stammspieler, Mann. Der ist einfach zu klasse für das. Viel zu gut für diese Mannschaft. Naja, fangen wir mal an. Friend ist heute übrigens der Schiedsrichter. Moment mal, ich brauche diese Hilfe gar nicht. Was ist das? Und Otamendi. Bernard. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Philipp Bernard am Ball. Boah, sehr schöner Pass. Schieß doch. Ja, Mann. Sehr schön. Geil. Unsere erste Vorlage, glaube ich. Sehr schönes Tor. Super. Da macht er das Tor mit richtig viel Gefühl im Fuß. Was für eine schöne Vorlage. Ein super Treffer. Super gemacht. 6 Minuten hat es gedauert und schon haben wir das erste Tor. Manchester United greift an. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ey, gibt's doch nicht. Alex Hunter. Komm schon, lauf in die Tiefe. Das könnte die Chance werden. Ah. Flanke zu ungenau. Schade. Oh, auf der Linie noch. Mach Druck da.
Martial. Jetzt Man United im Angriff. Und direkt Scheiße, zurückgespielt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, boah. Hä, wie acht auf deine Position? Ich bin auch auf meine Position. Alex Hunter. Bei dem kann man sich nie so sicher sein, wie engagiert er in so einem Spiel sein wird. Ich bin wirklich mal gespannt, was er uns in dieser Partie zeigen wird. Er versucht ja immer unglaublich viel im Spiel, bietet sich an und zeigt vollen Einsatz. Ja, und genau das, Wolf, macht ihn so gefährlich. Als Verteidiger kannst du dich nie auf ihn einstellen, denn er geht auch richtig weite Wege. Jetzt Mkhitaryan. Wird's jetzt gefährlich? Sie trainieren kann viel mit dem Ball und das sieht man hier. Kann auch nicht sein, dass er einfach so frei steht. Von allen Spielern. Große Klasse. Spiel doch den ab. Spiel doch den in der Linie ab. Guck mal, die Spiele mit denen. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Sanja. Nun Angel Di Maria. Jetzt vielleicht mal Alexander. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ich lass den Ball laufen. Ich will auch in die Tiefe laufen. Nun, Angel Di Maria. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Er lässt den Gegner stehen. Ah, stand im Weg, sorry. Alex Hunter. Klasse gespielt. Bernard! Sehr schön. Tor! Ja, Mann! 2-0. Ich habe den Ball wenigstens eingeleitet, aber keine Vorlage, egal. Boah, super Spiel, ja. Den Ball hat er perfekt. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Bei ihm. Warum so ein Foul, ey? Der muss doch nicht sein, dieser Foul. Schadet sich doch nur selber und die Mannschaft damit. Komm schon, Mann. Mann, ey. Abwehr hat aufgepasst. Greift auch richtig an, man macht doch ordentlich Druck. Jetzt wird's gefährlich. Gut geklärt, aber Einwurf. Martial. Sehr gut reingespielt. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach ab? Nicht gut genug. Fernando. Clichy. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Philipp Bernard. Stand doch frei. Man muss immer auf diese Taste drücken, wenn man den Ball anfordert, also X-Taste oder irgendeine andere, damit man den Ball kriegt. Weil das dauert viel zu lange, bis sie spielen und du frei bist. Egal. Wir führen, das ist gut. Wir dürfen jetzt nur nicht zulassen, dass die noch ein Tor schießen. Weil das kann sich dann wieder ganz schnell umdrehen. Macht da Druck. Und er gewinnt den Zweikampf. Spiel. Fernando. Sehr schöner Pass. Ah, komm schnell in die Mitte. Schnell in die Mitte. Nolito. Und jetzt der Schuss. Fernando. Ja, Tor. Ja, Mann. Hätte ich nicht damit gedacht. Jawohl. Sehr schönes Spiel. Die Wiederholung dieses Treffers. Im zweiten Versuch machen sie hier. Ja, Mann. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Eine Vorlage und ein Tor. Das wäre mal mehr. Endlich der Durchbruch. Ist die Frage, das ist die Frage heute. Ist der Durchbruch heute durch oder dauert es noch?
Ibrahimovic. So. Druck da, Druck da. Eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Da soll der Wechsel kommen bei Manchester City. Da passt er auf und geht dazwischen. Schade. Martial. Schneiderla. Smalling. Scheiße, wir sind voll ausgepowert. Mist. Das könnte gefährlich werden. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Die Mitspieler bieten sich an. Fairer Einsatz hier. Da holt er den Ball zurück. Mkhitaryan. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Scheiße, Mann. Gefährliche Flanke. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Und Man United will wechseln. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ich hab den Mann gespielt. Scheiße, ich bin voll ausgepowert. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das macht er gut. Mist. Eric Bertrand Bailly. Nolito am Ball. Ja, abseits, Mann. Doch kein Abseits. Ah, doch, abseits. Wäre aber auch Mann. Valencia. City jetzt gleich mit dem Wechsel. Martial. Das könnte. Fernando. Di Maria. Scheiße. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Spiel den ab. Mit dem nächsten Angriff. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Martial. Wo spielt der Mann? Shaw. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Da kommt der Steilpass. Sehr gut reingespielt. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Martial. Die Flanke kommt gut rein. Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Manchester United möchte wechseln. Klarer Vorsprung für Manchester City hier. Sie zeigen gutes Spiel. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Das Spiel ist aus. Man City gewinnt hier diese Partie. Alex Hunter geht hier also als Torschütze und als Sieger vom Platz. Sehr schön. Wir haben das Spiel gewonnen. Ich glaube, das ist das beste Spiel von allen jetzt gewesen. Und dann noch gegen Manchester. Hätte ich nicht gedacht. Aber trotzdem, gute Leistung. Und schlechte Karten heute für den GS, ne? Das ist mal super, super Start hier, ja. Ich hoffe, es gibt gute Interviews diesmal. Ich spreche jetzt mit dem heutigen Spieler des Tages. Eine super Leistung war das, so. Alex. Was ich glaube, wir müssten jetzt die Plätze getauscht haben mit Manchester. Fußball ist ein Mannschaftssport. Ich bin dankbar für die Unterstützung, hätte auch andere treffen können. Nur ein Schritt auf dem Weg zum Topspieler. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Ihr wirklich schöner Pass hat zu dem Tor geführt. Ein paar Worte zu diesem Pass?
Karen, wissen Sie, es war ein toller Abschluss. Es ist Uneigennützigkeit ist unser Philosophie. Hauptsache der Ball geht rein. Hauptsache der Ball geht rein. Oh, Manager runter. Der Pass war aber natürlich grandios. Der schuldet mir jetzt was. Wie hat es sich angefühlt, das erste Derby zu spielen? Ja, wow, ich meine, ein Traum wird wahr, oder? So ein Spiel habe ich wirklich noch nie erlebt. Ist ein Spiel wie jedes andere, davon habe ich geträumt. Davon habe ich geträumt. Emotionen in dem Moment, wenn du da rausgehst. Das entfacht einen extra Funken in dir. Und das war's. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Ja, Leute, das war eine reife Leistung. Wie sieht's aus? Was haben wir heute gemacht? 200.000, okay, verbessere deine Leistung. Knapp zu der 70er-Wertung. Hey, Alex. Gekommen. Warte mal. Aber egal, wir schaffen das. Ich komm gleich nach, okay? So. Cooles Spiel, Alter. War echt eine harte Sache. Danke. Alex. Mein Abgang, weißt du, Verträge, Geld, Medien, hat mich geblendet. Nein, Mann, schon okay. Echt ein irres Leben. Wir finden beide erst unseren Weg. Mann, ich werde momentan von einer Firma verfolgt, für die ich Hosen mache. Sorry. Mann, die geben wirklich keine Ruhe. Komm schon, mach endlich hin, Hunter. Mir knurrt gewaltig der Magen. Ich komme. Na bitte, Superstar Gareth Walker, funkelst ja wie pures Gold. Hätte ich bloß meine Sonnenbrille dabei. Williams, was machst du hier? Oh, ich bring den führerscheinlosen Jungen hier nur zum Abendessen. Kannst gerne mitkommen. Na, so ist das also. Ihr zwei habt euch also in der Championship angefreundet, hm? Yes. Ist lange her seit dem Sichtungslehrgang. Komm. Ist schon okay, Mann. Ich hab Besseres zu tun, als mit euch abzuhängen. Ach, lass ihn denn eben. So ein Superstar hätte eh nicht in mein Auto reingepasst. Ernsthaft, ich bin schon unterzuckert. Was? Ja, Leute. Das war's. Wohl für dieses Video. Vielen Dank, dass du bis hierhin dir das angeguckt hast. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Folgt mir auf Instagram. Links, erster Link ist unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khaled. Haut rein.